Hallöchen, meine lieben Abonnenten, zu einem neuen Part Pokepark Wheel 1, Pikachus großes Abenteuer. Ja. Blind hat uns gebeten, in die Grünzone zu gehen. Das mache ich aber noch nicht. Ich will erstmal gucken, ob ich Gyarados finde. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Bei meiner Erkundungstour vorher. Von daher suche ich ihn jetzt mal. Ich habe zwar Wylord gesehen und Impagator hat gemeint, wir müssen eben halt Gyarados finden. Mit ihm reden, aber ich sehe den irgendwie nicht. Wo ist denn der Heini? Ach, ich muss... Ah, da ist Gyarados. Aber dazu brauche ich wohl die Brücke, habe ich recht. Ich fürchte mal, es wird so sein. Ja, es ist auch so. Okay, dann müssen wir in die Grünzone erstmal nach Bidiza gucken. Hetze, du bist kacke. Scheiße, wenn man nur auf einer Seite was hört. Ja, bitte. Ich möchte zum Treffpunkt. Jetzt könnte ich eigentlich auch mal mit Elektrik sprechen. Ich habe ja genug Bären. Ja, machen wir. Die Sache ist, wie wende ich den überhaupt an? Capescore freut sich auch mit mir. Die Frage ist, wie setze ich den ein? Na gut, Grünzone, Bidiza so. Halt, da steht doch, Hey, wenn du hier durch willst, musst du dich an die Regeln halten. Nur ein Witz, ab jetzt kann ich mir diesen Text sparen. Stimmt. Weil wir den verkrampften Bisaflor den Stock aus dem Arsch gezogen haben. Um es mal so zu sagen. Och, Headset, kotz mich doch nicht so an. Ich würde gerne auf beiden Seiten was hören. Das nervt. Das wird sich wohl nicht mehr einrichten. Okay, ich mache hier vielleicht noch ein paar Freunde. Niemand verliert gern einen Freund. Habe ich nicht recht? Die meisten Pokémon fangen heimlich an zu trainieren, sobald du dich mit ihnen angefreundet hast. Es lohnt sich also auch nochmal gegen Pokémon zu kämpfen, die bereits deine Freunde sind. Hey, wer ist mit deiner Runde fangen? Okay. In Ordnung, ich laufe davon und du fängst mich, klar? Das ist Sinn des Fangspiels, Griffel. Na, wo will er denn hin, der Griffel? Du kommst mir nicht. Haha. Pikachu ist ein Flinks, ist immer so. Du hast mich erwischt. Ich spiele für mein Leben gern. Ab jetzt sind wir Freunde. Meinen Geschwistern sage ich auch Bescheid. Damit sind alle Griffel hier im Park deine Freunde. Yay! Ich brauche 30 Freunde. Oh. Ambidiffel ist eingetroffen. Ich brauche 30 Freunde. Boah, Chilterra. Krass. Du bist derjenige, der Bisaflors Herz erweicht und so für frischen Wind in der Grünzone gesorgt hat, habe ich recht? Ich hoffe echt, dass sich Bisaflor, Empoleon und Logok irgendwann wieder versöhnen werden. Also, es wird zu vielleicht mit Becky. Machen wir mal, versuchen wir es mal. Dann zeige mal, was du drauf hast. Dein Donnerblitz zeigt bei mir übrigens keine Wirkung. Schreibe dir das hinter die Ohren. Im Pokepark sind auch Pokémon unterwegs, die gegen eine Elektroattacke immun sind. Oh, der hat schon 4. Ah, das habe ich nicht. Oh, der fällt nicht mal um. Das erwarte ich auch von dem Riesen. Au! Oh.
Sorry, Mirabla. Nein! Mich erwischt. Scheiße. Du bist noch nicht bereit für mich. Komm wieder, wenn du etwas stärker geworden bist. Ich warte. Ich bin stark. Komm nochmal. Schaffe ich. Das schaffe ich. Ich krieg das hin, du Lappen. So eine scheiß Attacke ist das Rasierblatt, oder? Bumm! Scheiße! Auf keinen Fall von ihm treffen lassen. Ich schaff dich, Schilderer. Nein! Geh dich um, Pikachu! Jawohl! Sehr gut. Das war ein wirklich guter Kampf. Du gefällst mir, Kleiner. Ich bin immer zur Stelle, wenn du irgendwas brauchst. Bis dann. Phew. Das war schon nicht von schlechten Eltern, Schildterra. Ambidiffel. Ich würde so gerne am Bisaflossspiel teilnehmen. Ich kenne da nämlich einen Trick. Lässt man die Liane los, wenn sie gerade den tiefsten Punkt passiert hat, soll man eine besonders gute Leistung erzielen können. Probier's mal aus. Ah, sehr gut. Ich war gerade auf der Suche nach einem Gegner. Lass uns gegeneinander kämpfen. Gut, dann geht's jetzt los. Du hast 3. Gut. Boah. Schäm dich, du Lappen. Schmeiß dich mit Kacke nach einem. Gut, das sind Steine. Ich übertreibe. Au! Und du siehst ja kaum was ab. So. Chilterra hat mir den ganzen Balken abgezogen. Das war ein Unterschied. Gut gemacht. Du hast es drauf. Lass uns Freunde werden. Ambidiffel ist jetzt dein Freund. Ich krieg immer mehr Freunde. Hallo, Staralili. Was ist denn hier los? Stress im Paradies? Mirabla legt sich mit Chilterra an. Das finde ich ja so sinnig. Ich könnte es ja auch mal mit Sichlor probieren, aber das ist mir zu gefährlich. Mit sich lohnt mich anzulegen. Ich. Ah, Mann. Ich werde es mal probieren. Hallo, Sichlor. Ich bin auf der Suche nach einem starken Gegner. Genau, damit meine ich zum Beispiel jemanden wie dich. Wie wär's mit deinem Kampf? Alles klar, lass uns kämpfen. Los, greif mich an. Von wegen, wir suchen nach Bidiza. Wow. Ich schaffe ihn. Ich habe mich letztes Mal bloß blöd angestellt, denke ich mir. Er ist aber auch schnell. Sichlor geschafft. Yeah. Du bist wirklich gut. Lass mich dein Freund werden. Nach jemandem wie dir habe ich schon lange gesucht. Suchst du nach starken Pokémon? Versuch's mal in der Steinzone. Als Elektro-Pokémon in der Steinzone. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, Sichlor. Mit dem Tipp. Ist hier sonst noch jemand? Ich sehe gerade keinen. Bip, bip. Oh, doch. Guck mal da. Ui, du hast aber viele Freunde. Da kriege ich gleich Lust darauf, mit dir Fangen zu spielen. Komm, lass uns Fangen spielen. Ach, du bist wohl auch jemand, der nach Freunden geht, um Fangen zu spielen? Gut, dann fangen wir gleich an. Ich laufe davon und du fängst mich. Und du bist nicht langsam. Ich sehe schon. Beweg dich, Lor. Oha, du bist aber flott. Von dir hole ich ja gar nichts ein. Ich kann ihr höchstens den Weg abschneiden, aber... Ich schaffe ich nicht, die ist ein bisschen schnell.
Ah. Mist, hier kann man diesen Sprint nicht machen, den man beim zweiten Teil kann. Na, die schaffe ich noch, pass auf. Nein, jawohl, yes! Puh, das war knapp. Was hätte ich so verpasst? Du hast mich erwischt. Es hat Spaß gemacht, mit dir fangen zu spielen. Machen wir das mal wieder. Ja, lass uns Freunde werden. Woli Purba ist jetzt dein Freund. Noch so eine Evoli-Entwicklung, glaube ich. Wo ich mir bei Woli Purba nicht mal sicher bin, aber sieht auf jeden Fall sehr Evoli verändert aus. Für mich sind ja sowieso alle Entwicklungen von Evoli weiblich, weil ich weiß nicht, Aquana, Flamara, Blitzer, Psyana, Nachtara sind alles Namen, die weiblich klingen in meinen Ohren. Habitaktik habe ich schon. Ich habe vorhin da hinten noch was gesehen, was ich nicht habe. Panflammen. Ich will ein Wettstreit mit dir. Ich möchte noch stärker werden. Los, lass uns kämpfen. Gerne. Dann mal ran an die Buletten. Komm, greif mich an. Du willst mir Buletten braten? Mach das. Du hast ein bisschen Feuer-Pokémon. Da gib ein bisschen von deiner Flamme ab. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Donnerblitz mache. Wow. Ist auch egal. Ich habe verlernt, wie ich den Donnerblitz hier machen kann. Junge, Junge, du bist aber stark. Aber ich habe gehört, dass starke Pokémon wie dich gäbe es in der Magmazone in rauen Mengen. Da möchte ich unbedingt mal hin. Wenn wir uns dort wieder treffen, sollten wir nochmal kämpfen. Wenn du es dann schaffst, mich zu besiegen, stelle ich dir meinen großen Bruder vor. Der ist nämlich unglaublich stark. Ja, große Bruder. Du meinst wohl deine Weiterentwicklung. Bist mein großer Bruder, du bist immer da. Bidiza! Ah, oh, du kommst gerade recht. Ich würde gerne einige Verwandte und eine Freundin in den Pokéball einladen, aber ich habe keinen Ort, wo sie übernachten könnten. Mit genügend Holzscheiten könnte ich eine Bleibe für sie zimmern, aber ich habe noch nicht genug. Wie sieht's aus? Würdest du mir vielleicht ein wenig helfen? Ein paar Holzkisten aufzubrechen und Holzscheite für mich zusammen? Ja, klar. Ich begebe mich unterdessen auch selbst auf die Suche. Ich kann doch auf deine Hilfe zählen, oder? Davon hatte ich hier doch gerade eine. Guck mal da. Gib her! Da haben wir schon mal eine für Bidiza. Ja, ist für dich klar. Okay. Aha, guck an. Ich würde mein Haus gerne noch ein wenig weiter ausbauen. Dank dir könnte ich bereits meine Schwester unterbringen, aber ich würde gerne noch eine Cousine und eine Freundin einladen. Ich sehe auf deine Hilfe. Bring mir noch mehr Holzscheite. Bidita! Bidita! Ist da eine drin? Jawohl. So schwer könnte es einem ja nicht machen. Das ist ein Spiel für Kinder. Da bist du. Das ist echt zu lieb von dir. Du bist mir eine große Hilfe. Bau mal gleich an in deinem Haus. Yay. Dank dir konnte ich jetzt auch meine Cousine besuchen kommen. Mich jetzt besuchen. Auf dich ist eben einfach Verlass. Aber eine Bitte habe ich noch. Ich möchte mein Haus noch etwas erweitern, bevor meine Freundin hier eintrifft. Dürfte ich dich noch einmal um Hilfe bitten und Holzscheite bitten? Blablabla. Ja, ja. War mir schon klar, dass ich drei finden muss. Da hinten ist noch eine Kiste. Yeah. Dann bist du mir aber auch was schuldig, Bidiza. Als ob er die nicht selbst hätte finden können. Die liegen hier oben. Ist er zu dumm, die Kiste zu rammen. Naja. Oh, du bist einfach zu nett. Danke für all die Hilfe.
Vielen Dank für all die Hilfe. Ich traue mich fast nicht zu fragen, aber ich brauche leider noch mehr Holzscheite. Was? Dank dir konnte ich auch meine Freundin unterbringen. Aber nun hat meine Oma Wind von dem Häuschen bekommen und sich ebenfalls angekündigt. Ich brauche nur noch eine letzte Ladung Holzscheite. Bitte, bitte. Oh Gott. Naja, kommt nur der Opa und die Tante und der Onkel. Oh. Wow. Hallöchen, du bist aber hübsch. Ach, her damit. Blöd, man kann damit nicht rennen. Das ist kacke. Und das andere Pokémon kümmere ich mich nachher. Im nächsten Part. Ich will erstmal Bediza glücklich machen. Weh, du kommst mit an, da kommt noch der Opa und so, ne? Dann gibt's was hier. Ja, gut, Oma, das war's jetzt aber auch, ne? So, das hagelt's hier gleich, doch. Na, ah, die Musik klingt doch schon mal vielversprechend. Kann ich dich jetzt um was bitten? Meine Besucher sind völlig vernarrt in die Grünzone. Ohne dich hätte ich sie nie hierher einladen können. Hier bitte, nimm diese Beeren als Zeichen meines Dankes. Wenn du mal Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Ja, brauche ich, deswegen bin ich ja hier. Wie die Fass. Schaut auch mal vorbei. Du brauchst ein größeres Haus. Du möchtest also, dass ich dir in der Strandzone eine Brücke baue? Nicht leichter als das. Oh, du weißt gar nicht, was du mir damit für einen Gefallen tust. Ich habe mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie ich mich bei dir revanchieren kann. Yay! Ich habe dir eine von meinen Freundinnen geschickt. Ob sie inzwischen wohl schon in der Strandzone angekommen ist? Mit den nötigen Baumaterialien kannst du sofort ans Werk gehen. Da darf ich wieder die Dinger suchen. Na gut, es ist egal. Ich beende hier den Part. Werde nachher noch ein paar Pokémon in der Grünzone glücklich machen und meine Freunde machen. Und dann zurück zur Strandzone gehen, um Plinfa und Isso zu helfen. Also bis zum nächsten Part von Pokepark. Oui, bis dann.